was geht so, liebe Leute? Hier ist wieder euer Crush für die VGT 9 zurück bei Let's Play Pokémon Xenoverse. Im letzten Part haben wir im Shailion-Tempel tatsächlich, sind wir im Shailion-Tempel wieder mal Victor, den Anführer von Team Dimension, Victor, begegnet, welcher es geschafft hat für Trey, hieß er, ne? Ja, für Cyborg, für unseren Cyborg-Rivalen Trey, eine Kraft, also eine neue Kraft für ihn zu erlangen und ja, konnte damit sich aus dem Staub machen. Aber dafür konnten wir wenigstens Roserade X und das zweite Fossil-Pokémon wiederbeleben lassen. Doch, ich wollte eigentlich zum Tempel nochmal zurück, weil ich dachte, dass wir vielleicht noch etwas anderes machen könnten dazwischen. Jetzt, wo nämlich alles wieder in Ordnung ist, vielleicht bekommen wir dort auch ein Geschenk. Wer weiß. Aber zuvor, da war noch ein anderer Weg, nämlich hierhin versperrt, nämlich zum Heldenweg, der anscheinend die Safari-Zone mehr oder weniger darstellt. Tell me, Foreigner, do you want to test your ability to Hero's Path for a merely price of 500? Ja. Please choose the Mogo Interface. Ja. Im Easy-Mode können wir natürlich auch vor Pokémon fliehen. Im Hard-Modus können wir nicht vor ihnen fliehen. Ich hoffe aber dementsprechend kommen keine... hängt da auch nicht die Erscheinungsrate ab, welche Pokémon... Also hängt nicht davon ab, welche erscheinen. Hoffentlich hängt auch beim Schwierigkeitsgrad nicht davon ab, welche Pokémon erscheinen. Okay, Easy-Mode. Easy, huh? Well, have fun. Ja, werde ich haben. Safari-Zone. Suchen wir damit weit zu kommen. Lake Area? Okay, beim See könnten wir eigentlich... Wir haben noch nicht mal eine Angel? Okay, dürfen wir also keine Pokémon angeln, ha? Huh? Auf dem Pflanzenstrauß hier, also auf diesen Pokémon-Strauß hier durchkommen. Girafarik! Boah, Level 50 hat das Vieh. Verletzt sich damit nur selbst. So, jetzt weg mit dir. Oh, das bekommt trotzdem EP, was? Ja, aber wenn es besiegt wird, dann ist es aus. Also müssen wir aufpassen. Lauter geil, gibt es hier noch? Gibt es auch Items? Bin mir gerade dessen auch nicht sicher. Oh. Haben wir sogar noch einen Griffel? Arbak, bak. Jetzt aber Schluss. Jetzt brauche ich mal wirklich was Anständiges zum Fangen hier. Und nochmal sehen. Vielleicht kriegen wir hier noch was Feines. Ah, Coco war jetzt nicht gerade was Feines. Aber hieß es nicht nur alte Pokémon? Oder? Es müssen auch neue Pokémon dabei sein, oder? Come on. Kann wohl nicht zu viel verlangt sein. Ach komm. Ja, da haben wir wieder wen auf Liebes. Das sind wirklich so ziemlich dieselben Pokémon, außer von Girafarik und Griffel. Ach komm, jetzt gehe ich nur langsam durch und dann kommt trotzdem so schnell wieder ein neues Pokémon. Gut, dass ich nicht den Hard Mode spiele, weil, ja. Oh, Moment, das ist ein Item? Wie komme ich denn da hin? Da steckt doch irgendwas da drin. Ach, lass mich doch. Ist da keinen Weg hierhin? Nein, das ist auch nichts Neues. Das ist ein Pokémon aus der 7. Gen. Ah, so komme ich hin. Totemspeak? Ein Totemschnabel? Oh. Das ist auf jeden Fall was Interessantes, wie es scheint.
Totemschnabel, ha? Huh? Oh, es gibt doch was Neues! Schein an! Scoville! Das könnte ich ja auch fangen, ne? Ich meine, wenn ich schon dabei bin, alter Ball! Oh, komm, immer wieder. Ich hasse das. Diese Dreier... Diese Befreiung nach einem Dreier-Schüttler. Also Dreier-Wackler. Was, das gibt... Warum macht es das ständig? Als wäre es gescriptet. Hör auf damit. Lass dich fangen, verdammt nochmal. Ja, warum? Tut es das ständig? Kann ich es noch irgendwie weiter schwächen? Nee, ich glaube nicht. Das wird nichts bringen. Jetzt bleib mal drin, verfickt doch mal. Dreimal hintereinander, dreimal wackeln und dann wieder raus. Wieso geht das nicht anders? Wieso bleibt das jetzt schon viermal, jedes Mal mit dreimal wackeln und dann raus? Bleib verfickt mal drin. Warum geht das nicht anders? Ist es gescriptet? Je nach KP-Wert oder was ist das jetzt bitte? Uff, das war knapp. Nein! Jetzt brennt es und ich kann es nicht davon heilen. Toll! Du verdammtes Drecksteil, wehe, wenn du jetzt nicht drin bleibst. Hey, hallo! Was ist da los? Verfick doch mal! Wieso da ständig dasselbe Scheiß? Hä? Ja, jetzt auf einmal kommt es noch zweimal rütteln raus. Scheiße, die Verbrennung macht es doch fertig! Ich kann es nicht heilen! Ja, jetzt bleibt es drin! Und dabei brauche ich dich eh nicht so dringend. Scoville. The Hot Tempered White Pokémon, die weiterentwickelte Form von Pepepeno. Pepequeno. The color of its tail is indicative of its body temperature and its actual mood. If it rampages, it will burn everything down. Ich werde dich jetzt gleich verbrennen, aber sowas von. Toll, jetzt brennt mein Vieh. Wenn ich jetzt einem Pokémon begegne, vor dem ich nicht fliehen kann, dann wird es noch mehr Schaden bekommen. Bloß gut, dass es jetzt nur eine Verbrennung und keine Vergiftung ist, weil bei Vergiftung ist es noch schlimmer. Da wird es auch noch außerhalb des Kampfes ständig bei jedem Schritt KP verlieren. Alter, jetzt muss ich erstmal hier wieder weg. Ich muss mich noch weiter umgucken, weil wer weiß, was es hier sonst noch gibt. Alter, warum muss es gerade jetzt verbrannt werden? Und boah, fünfmal hintereinander, dreimal wackeln und dann wieder raus. Oh, ein Pyroleo. Wäre auch nicht schlecht. Aber es war wirklich verrückt. Fünfmal hintereinander, dreimal wackeln und dann wieder raus. Dann beim zweimal und dann einmal zweimal nur wackeln und dann wieder raus. Ey, das ist ja wirklich... Das ist ja voll eine Verarsche gewesen hier. So kommt es mir rüber. Oh nein, nicht du schon wieder. Lass mich bloß in Frieden. Aber das kann man auch stärker machen, weil man kann ein EP geben. Das ist auf jeden Fall klar wie Kloßbrühe. Na gut, dann sind wir hier schon mal gewesen. Jetzt schauen wir mal hier. Hm? Die Mountain Area, ha? Huh? Und hier? Hm. Waldareal. Oha. Das hat schon ein bisschen gruselige Atmosphäre hier. Habe ich überhaupt unendlich viele Schritte hier?
Oder habe ich auch eine gewisse Anzahl an Schritten nur? Ich weiß es gerade nicht. Scheiße, nur ist, dass es jetzt verbrannt ist. Das heißt, wenn ich jetzt überhaupt einen Pokémon begegnen würde, dass ich gerne fangen würde, dann, ja, würde es trotzdem sein Ende bedeuten. Ist da noch hier auch irgendwo Heil-Items geben oder nicht, oder? Kann ich überhaupt ja auch surfen? Wahrscheinlich schon, ja. Ich schau mal, ob es hier noch irgendwo spezielle Items gibt. Weil eins habe ich ja auf jeden Fall auf dem Westen gefunden. Also eine, ja, im Westen. Im westlichen Teil. Mal sehen, ob wir auch hier wo fündig werden. Irgendwie fündig werden, wollte ich sagen. Nein, ich bin ja schon am Ende und da sehe ich nichts. Wenn ich also nicht fliegen könnte die ganze Zeit, das wäre eine Katastrophe. Ist überhaupt nichts. Komme ich da überhaupt so? Ja, da komme ich durch. Dann habe ich hier vielleicht noch die Chance, irgendwas zu entdecken. Es gibt schon coole Pokémon hier, muss ich sagen. Kokowai. Das Vieh. Ach komm. Hier ist mal nach ein, zwei Schritten. Da bräuchte ich wirklich den Schutz, aber sowas von. Weil wenn es eh keine anderen Pokémon außer denen hier gibt, dann... Was interessiert mich das hier noch? Aber es ist cool, dass ich auf dem Pokémon auch noch reiten kann dabei. Da ist das Item! Totem's Trunk. Komm ich dann vielleicht... Hey, wenn ich all diese Gegenstände zusammenbekomme vorher... Bekomme ich dann vielleicht so ein Pokémon hier? Also bekomme ich dann genau dieses Pokémon geschenkt, das Donanas? Weil schließlich repräsentiert es ja Donanas, ne? Also... Abwegig wäre das natürlich nicht die Idee. Ach, jetzt lasst mich doch in Ruhe. Da kann ich nicht runter. Da muss ich so wieder runter. Ach, shit. Wie oft man da belästigt wird. Das wird noch eine lange Zeit, bevor ich da überhaupt, vor allem mit den Bedroher, das noch zusätzlich Zeit verschwindet. Das wird noch lange dauern, bevor ich hier alles erkundet habe. Ich glaube, jetzt im nördlichen Teil fehlt noch das Teil davon. Na komm, lass mich! Doch. Oh, bloß gut, dass das... Bloß gut, dass Donanas anscheinend schneller ist, weil... Boah. Wenn das für mich nicht fliehen lässt, dann killt es garantiert mein Vogel hier, weil es ist ja vierfach schwach gegen Feuer. Wenn es wirklich Typ Stahlpflanze wäre. Ne, ist es ja auch, ist es auch. Das ist das Problem. So, hier bin ich auf jeden Fall fertig. Ein Shiny Arbok! Ein Shiny Arbok! Gott, und ich will jetzt nicht riskieren, es zu fangen! Oh, oh nein! Nein, es tut mir leid, ich muss da weg! Ah, das darf nicht wahr sein! Ein fucking Shiny Arbok taucht auf einmal auf! Wie hoch ist denn die Chance auf einen Shiny, ey? Die ist so extremst gering. Und ich begegne tatsächlich einen fucking Shiny.
Ausgerechnet noch in einer Safari-Zone! Als ob! Gut, hier unten habe ich nichts verloren. Dann wird es Zeit, das Gebirge mal zu auskundschaften. Da ist ja das letzte Teil. Ich hoffe, ich krieg's noch. Und dann, glaube ich, müsste ich wieder zurück. Und dann haben wir's. Dann haben wir den Heldenpfad hinter uns. Achso. Da muss man erstmal die Richtung finden, ey. Hier ist alles so verzwickt, dass es wirklich schwer ist, sich zu orientieren hier. Gesagt, ich bin froh, dass ich nicht den Hard Mode auch noch spiele. Ich hoffe aber, im Hard Mode geht es nicht auch andere Items. Das wär's noch. Ach, lasst mich doch. Und mit diesen einen Vieh habe ich wirklich meine Zeit vergeudet. Ich war froh, dass es mich nicht mit Feuerattacken angegriffen hat, weil. Ja, wie gesagt, das wäre furchtbar. So, wo ist denn hier der spezielle Gegenstand? Meine Fresse. Noch kommt. Boah, ich bin bis heute noch ein bisschen, bis jetzt immer noch salty, dass ich tatsächlich einen fucking shiny Arbok auslassen musste. Ich meine, wie oft begegnet man eigentlich auch Shinies? Das war schon das. Wie oft ist das schon mal vorgekommen? Ich glaube, so 4-5 Mal mein ganzes Leben ist, dass ich einen Shiny begehen durfte und ich bin, glaube ich, in die falsche Richtung gelaufen. Jetzt bin ich wieder da unten, nicht wahr? Ach, shit. Boah, das ist so ein weiter Weg. Wenn ich jetzt... Ich wünschte, ich hätte Schutz irgendwie, aber es geht da nicht. In dieser Safari-Zone. Toll, jetzt muss ich hier wieder von vorne durch. Es tauchen so oft die Pokémon auf. Und von dem Arbok verschwindet noch mehr Zeit wegen seinem Bedroher, damit er erstmal aktiviert werden muss. Ich kann froh sein, dass ich immer fliehen darf. Oh, nicht noch mehr Arbok. Kommen die Arbok wirklich angestimmt. Was? Das hat kein Bedroher? Okay. Was für eine Zeitfertigkeit hat denn das sonst? Egal. Ich will einfach nur hier weiter und ich will endlich das dritte Item hier kriegen. Also ich darf nicht vergessen, ich muss dann nachher dort nochmal nach unten und nicht noch nach links. Lass mich doch zufrieden hier. So, jetzt da nach unten. Ganz nach unten. Merkst dir, mein Freund. Boah, selbst wenn man langsam geht, da kommen die Pokémon auf... So schnell auf einen zu nach nur wenigen Schritten. Das bringt also nichts. Normalerweise soll das die Pokémon eher fernhalten. Ja, da darf ich nicht. Da nach unten. So. Da. Da muss ich lang. Haha. Das sieht gut aus. Das führt mich doch sicher zum letzten Stück.
ist es. Ja, wir haben es geschafft. Puh. Wir haben es. Ja. Kaching, successfully completed the trial of Hero's Path. You may come back now. Oh, das war auch das Ziel? Congrats, I have successfully completed easy mode. Here's a reward. Donadas! Ich frag mich eigentlich, was passiert, wenn man den Hard Mode durchmacht. Vielleicht sollte ich das erst mal herausfinden. Entschuldige mich mal kurz. Okay, Leute. Wisst ihr, was man bekommt dafür? Dieses Pokémon als Shiny. Yep, man bekommt das hier als Shiny. What the hell? Na gut. Dann halt nicht, würde ich sagen, ne? Tja. Aber ich frage mich ja, was wäre vielleicht, was wir bekommen, wäre auch gar nicht so schlecht. Nehme ich mal an. Typ Stahlpflanze. Hm. Naja, schauen wir erstmal, wie weit wir jetzt mit unseren aktuellen Pokémon kommen. Und ich hätte vielleicht heilen müssen. Tropius. Hm. Also ich hätte Schutz einsetzen müssen. Warum sage ich heilen? Hm. Ah ja, für den Mondstein. Okay. Ah, Kubitball. Ja, das ist ein anderes Geschlecht haben. Heilball. Also ich habe leider keine Flottbälle da. Spezielle Bälle kann man direkt irgendwie gar nicht kaufen, finde ich. Hm. So, also jetzt hat er sich schnell den Schutz aktiviere. Den kann ich dann eh wieder kaufen. Vor allem habe ich ja auch wieder was zum Verkaufen, um noch mehr Kohle dafür zu kassieren. Ja. Habe ich auch gerade eben eins bekommen. Durch den Heldenpfad. So, hier lang muss ich. Da geht's zum Tempel. Ja, kann ich mir vorstellen, die müssen was durchgemacht haben. So. Zurück zum Tempel, da möchte ich vielleicht noch genauer gucken. Hm. Ja, gern geschehen. Habe ich es hoffentlich ausgewählt? Ja. Die habe ich ja schon das Item. Ich kann es gerade nicht sehen. So, ja, ja, habe ich. Ich habe ja schon alles da, also... Passt schon. Passt schon. Hm. Ja, hier komme ich nur durch, wenn ich den Felsen verschiebe, ne? Oder? Nee. Ich muss da irgendwie nach oben. Und von dort aus. Ja, da muss ich den Felsen verschieben. Okay. Schon verstanden. Ja, der kann mich wieder zum Eingang zurückführen. So. Und der Schutz geht wirklich schnell aus. So. Ancient Totem for Star Engine made Pokémon could exploit its potential. Okay, also. Unsere können das schon mal nicht. Gut, ich habe verstanden. So, und jetzt wird es Zeit, dass wir auch mal das neue andere Fossil-Pokémon auschecken, das wir bekommen haben. Haben wir dafür einen gratis Polygon-Service. Ah! Moment, was? Das ist ein... was, ein Affe? Von der Frisur, das sieht aus wie ein... Was? Euer Ernst?
Oh Mann! Ist doch nicht euer Ernst! Zertrümmerart ist drauf. Wie der Protagonist! Was hast du für ein Item bitte? Das hat Level 35, what? Schade, ich dachte, das hatte auch Level 50. Rostberry. Und Flammsturm. Sandbomben. Also es hat schon wirklich coole Attacken drauf. Ich wünschte, ich könnte es reintun, aber es geht da nicht. Das war nicht gut. Ich habe schon ein Feuer-Pokémon. Ich tue dich jetzt mal fürs Erste rein, um das Item zu nehmen. Ich habe jetzt noch gar nicht überprüft. Ja, ist auch auf Spezialangriff getrimmt. Na gut, sein physischer Angriff ist gesenkt, aber ich glaube, es ist generell, vielleicht wäre es auch ausgeglichen in beiden Fällen. Gut möglich, dass es ausgeglichen in beiden Fällen wäre. Ja, schade, weil... ich meine, das Ding kann sich bestimmt nicht weiterentwickeln. Ich habe jetzt noch gar nicht geguckt, was es drauf hat. Ich meine, es hat halbwegs anständige physische Attacke. Tropenkick, Synthese. Oh, wow, okay. Aber hier haben wir... Ach komm, drück nicht A, das ist B-Knopf hier. Wann merke ich mir das endlich mal? Level 50 hat hier unsere Rose Raid. Hohe spitze Angriff. Wie zu erwarten. Kreuzschere. Das wäre auch ein cooles Pokémon, aber es ist von Typ Sound und Gift. Da muss ich gleich die beiden hier wegtun dafür. Das will ich nicht. Ach, na gut, bring mich bitte zum Eingang. Haben wir da auch noch einen Wanderer, der einen... Da hatten wir noch einen, oder? Den wieder rausbringt. Ja, generell, es gibt ja noch nicht mal Fluchtzeile hier in dem Spiel. Das wundert mich auch ganz schön. Diesmal lasse ich es, weil ich glaube, ich muss jetzt nicht unbedingt durch das hohe Gras in gewissen Stellen. Kann einfach auch so... oder auch nicht. Shit. Ich hoffe, ich gehe in die richtige Richtung. So. Jawohl. So komme ich da wieder raus. Puh. Ich hätte auch genauso gut... Ja, hier. Karium H wieder mich wegteleportieren können. Naja. Also wegfliegen können. Sorry, das war jetzt... Daran habe ich jetzt wieder nicht gedacht. Ja gut, also dann habe ich ja die richtige Entscheidung mit diesen Fossil getroffen, weil... das eine ist wirklich ein Alien und das andere ist ein Affenmensch. Basierend auf uns. Mit unseren Aussehen, what the hell. Aber gut, jetzt können wir weiter da. Ja. Unsere Reise darf weitergehen. Route 10, hä? Do you know how to evolve a certain Pokémon? Don't worry. All around the region you may find a bunch of citizens just waiting to share their precious informations with you. Ah ja, ja. Habe ich auch bekommen. Karate? Hurry up! We're done with training. We'll be able to break even that thick rock wall over there. Das würde ich lieber nicht machen. Das sind Ruinen. Ich würde dich nicht beschädigen an deiner Stelle. Oha. Was ist das denn? Komm, vergift mal schnell.
nicht schaden. Oh. Oh oh. Dann bloß weg mit dem Vieh, bevor es noch schlimme Sachen anrichten kann. Ah, sogar sehr effektiv. Hätte ich nie gedacht, das ist... Ach, das ist ja, es ist ein Sound-Typ-Pokémon, ne? Got a Trainora. Soundkampf, hä? Huh? Ah, das ist auch... Diplomen sind hohes Gras, was? Da gibt's ein Ditto. Gibt's einfach mal ein Ditto. Wo lang sollen wir jetzt gehen? Erstmal ist da. Um meinen Top-Schutz zu kriegen. Oh, da wir gerade von Schutz reden, ich habe vergessen zu kaufen. Alter, die haben alle schon Level 40 hier, die Pokémon. Da merkt man, es wird schon heftiger hier. Aber deutlich. Deutlich heftiger, deftiger. Ah nein, da ist nicht das Pokémon Center, das ist da oben und da hinten, genau. So. So, und jetzt werden wir mal sowohl das Sternstück als auch das Giant Nugget verkaufen. So. Ja, natürlich. Ich brauche einen Haufen Zeugs. Ui, haben wir eh schon ganz schön viel Geld wieder zusammenbekommen. Nehmen wir noch 14 Beleber hier. Und Superschutz. Oh, so viel können wir uns aktuell leisten? What? Als ob. Nehmen wir uns 44 Superschutz. Überheiler haben wir genug. Wir haben uns auf jeden Fall noch 16 Hypertränke. Und ich glaube, das reicht. Dass man den Gras nicht auch noch Pokémon vorfinden kann. Ja, gut. So, dann schauen wir nachher noch ein bisschen, ob da noch was vorkommt. Oh, da kommt das jetzt vor, was wir gerade bekämpft haben. Bitte besieg es jetzt nicht. Yes! So, Hyperball, los! Yes! Erwischt! Typ Kampfsong. Bremen, the musician Pokémon. Vocalist. It is said this Pokémon represents the soul of music. It has full control over its voice, so that it can adapt to any kind of song. Interessant. Ditto einfach wieder. Komm, da gibt's auch noch mehr. Was ist denn das hier? Nasknid! Okay. Haben wir das auch noch? Hm, taucht jetzt so oft ein Ditto auf. Muss mal was anderes kommen wieder. Naja. Das verstehe ich jetzt nicht wirklich unter was anderem, aber ja, okay. Wunsch erfüllt, würde ich sagen. Aber jetzt mal was richtig, richtig anderes. Lydian! Hm. Naja, auch nicht das, was ich mir wirklich vorstelle, aber gut. Ich glaube, es gibt dann jetzt sonst nichts mehr wieder. Bei den einen Vieh hatte ich gerade Glück, dass ich es gekriegt habe. Das war anscheinend sehr selten. Ja, okay, es gibt anscheinend nur Ditto. Also, anscheinend wirklich ein... hauptsächlich Ditto.
Gut, das letzte und dann lassen wir's. Oh, Roselia! Ha! Ich habe auch noch. Schade. Ja gut, lassen wir es jetzt. So, wo wollen wir jetzt lang gehen? Hier? Oh! Endstation. Da müsste ich surfen, um da runter zu kommen. Alter, surfen ist tatsächlich erst das Letzte, was man kriegen kann. Euer Ernst? Wo geht's denn da überall hin? Mental Herb. Und was ist das denn? Die verkleidet sich als Pokémon oder was? Na gut, dann will. Oh! Jetzt richtet die tatsächlich den Blick darüber. Na gut, dann im nächsten Part werden wir halt jetzt unsere Erkundung fortsetzen. Also, ja, wir haben gesehen, was los ist. Wir haben den Hero-Pfad mal ausgecheckt und im nächsten Part werden wir dann uns noch den Rest vom Schützenfest mal genauer ansehen. Wir werden sehen, was noch kommt. Und bis dahin bedanke ich mich fürs Gucken. Wie immer gilt, wenn es dir gefallen wurde, diese Bestimmung mehr seins. Thumbs up und Kommentar nicht vergessen. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Also seid gespannt und klickt wieder rein. Oh ja, Crush vor der Wicket hinein. Bis zum nächsten Part von Let's Play Pokémon Xenoverse. Also Wiedersehen und Tschüss, Leute.